In diesem Video merken wir uns die Gehörknöchelchen in der richtigen Reihenfolge mit ihren lateinischen und medizinischen Fachbegriffen. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und heute geht es in diesem kurzen Video darum, wie du dir die lateinischen Begriffe zu den Gehörknöchelchen einprägen kannst und auch weißt, welcher lateinische Begriff welches Knöchelchen darstellt. Okay, also fangen wir an. Stell dir einfach vor, du gehst ins Ohr rein, gehst durchs Trommelfell durch und hinter dem Trommelfell ist eine Party auf Malle, da geht's ab irgendwie, da wird gefeiert wie auf Malle. Und es ist einfach eine Hammerstimmung. Dann geht's weiter, in dieser Party wird wild geküsst, offenen Amboss und so weiter. Also auf der Malle-Party wird innen geküsst und am Ende von der ganzen Party ist vielleicht ein Pferd und du reitest mit einem Pferd heim, weil Autofahren vielleicht verboten ist. Und auf dem Pferd mit Steigbügel isst du vielleicht einen Stab, an dem du knabberst und eben den Stab isst. Okay, was haben wir uns damit gemerkt? Wie gesagt, die Gehirnknöchelchen, aber was haben wir uns mit dieser kleinen Geschichte uns eingeprägt? Eben die Fachbegriffe zu den Gehörknöchelchen in der Reihenfolge, beginnend eben vom Trommelfeld bis dann eben weiter rein ins Ohr. Also für was steht das Ganze? Die Party, da geht's ab wie auf Malle, steht für Malleus. Und es ist ja Hammerstimmung, somit merken wir uns, okay, Hammerstimmung steht für den Hammer, wird eben auch Hammer genannt, das Knöchelchen. Und eben Malle für Malleus, für den medizinischen Fachbegriff hierfür. Okay, dann geht's weiter. Was haben wir dann gemacht? Es ging weiter, wir haben innen geküsst für Inkus. Und damit du weißt, wie der deutsche oder die deutsche Bezeichnung dafür ist, wir haben drinnen den Amboss geküsst. Also innen küssen wir weiter, Inkus. Inkus ist eben der Amboss, eben das nächste Gehörknöchelchen. Und am Ende sind wir mit einem Pferd, mit einem Steigbügel heimgeritten und haben an einem Stab etwas gegessen. Haben wir an einem Stab etwas gegessen und der Steigbügel mit dem Pferd, wo wir heimgeritten sind, eben für Stabes. Also Stabes eben für den Steigbügel. Das war jetzt ein kurzes Video. Du kannst dir, damit wollte ich dir auch zeigen und mit diesem Video einfach verdeutlichen, wie du auch mit so kleinen Geschichten im Ohr an anatomischen Strukturen, die einfach auch so für Fachbegriffe einprägen kannst. Ich weiß, das waren jetzt nicht die schwierigsten und so weiter, aber ich wollte dir an so einem banaleren Beispiel einfach mal zeigen, wie man auch sich solche Sachen mit der Geschichtenmethode quasi einprägen kann. Dann schreib gerne in die Kommentare auch, zu welchen anatomischen Themen ich weitere Merkvideos und so weiter erstellen soll oder wir mit unserem Team auch Gedächtnispaläste Merkvideos. Du kennst vielleicht den Plexus Brachialis, eines der beliebtesten Videos hier auf unserem YouTube-Kanal oder kennst vielleicht schon unser Lernpaket, wo wir mittlerweile auch immer mehr anatomische Merkvideos und Gedächtnispaläste reingepackt haben. Schau da gerne auch mal da vorbei, wenn du eben dir vielleicht noch schwer tust, manche komplexere Sachen in Anatomie dir einzuprägen, dann sind Gedächtnispaläste auf jeden Fall, ob du die selbst baust oder so ein Merkvideo oder ein Gedächtnispalast von uns guckst, einfach Gold wert. In dem Sinn, weiterhin wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Anatomie-Inhalten, die du lernen musst und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonnier den Kanal, Glöckchen wie immer aktivieren, weil es die meisten von euch noch nicht gemacht haben. Würde mich freuen, würde uns damit unterstützen, Happy Hippocampus und mich. Und dann bis zum nächsten Video und ich freue mich, dass du wieder dabei warst und dann gerne auch das nächste Mal wieder dabei sein wirst. Mach's gut, ciao.